So, hier ist wieder euer Aquarianer. Und nachdem wir beim letzten Mal ja etwas weniger Glück hatten, die Blüte meiner Zwergseerose zu erblicken, möchten wir es uns doch nun einmal ansehen. Denn nun ist die Gelegenheit da und die Blüte hat sich entfaltet. Also bleibt doch direkt dran, denn es ist spannend, das jetzt zu beobachten. Hier können wir also sehen, welche Arten von Zwergseerosen ich so habe. Und zwar sind es unter anderem hier die gelbe, die rosane und die weiße, die alle mit dem botanischen Namen Nymphaea pygmaea und einem verschiedenen Untertitel. Aber auf den Zetteln hier kann man viel sehen. Ich denke, wir schauen sie uns doch einmal jetzt hier live in Farbe an, bevor sie wieder ihre Blätter schließt. Also blicken wir doch nun einmal hier herunter, würde ich vorschlagen. Hier befinden wir uns an der gleichen Stelle, wo wir gestern auch schon waren. Und wie wir sehen, hat es diesmal geregnet, wodurch es etwas benässt ist. Aber wie wir sehen können, macht das der Zwergseerose nichts aus, denn auch bei diesem Regenwetter hier kann sie wunderschön blühen. Und jetzt können wir auch einmal erkennen, dass die Blüte tatsächlich sehr klein ist im Vergleich auch zu beispielsweise meiner Hand. Wirklich eine sehr schöne kleine Blüte, die wir hier haben. Und im Hintergrund können wir sogar die Teichalonen hier betrachten, die ebenfalls kleine winzige Blüten haben, aber in ihrer Gesamtheit doch noch etwas größer sind, wie wir hier sehen können. Das sollte man nicht tun, denn die Spitzen könnten abfallen, aber auch hier sind die Blüten zu betrachten und dort hinten auch meine normalgroßen. Aber hier nochmal in voller Gänze hier diese wunderschöne kleine winzige Zwergseerose, Nymphaea pygmaea, in diesem Falle eben in leicht rosa. Wirklich sehr schön. Nachdem wir also hier sehen, wie die kleine Zwergseerose blüht, können wir erstaunlicherweise feststellen, dass beispielsweise meine normale große Seerose hier ihre Knospe gerade geschlossen hat. Eben wahrscheinlich in Anpassung an die Witterungsverhältnisse machen die das, um einen optimalen Blütenstand zu gewährleisten. Und hier können wir auch sehen, diese hier, die etwas, sagen wir mal, schattiger steht, ist auch schon hier angewachsen und wirklich sehr groß, auch im Vergleich zu meiner Zwergseerose an dieser Stelle wirklich sehr schön zu beobachten. Und da sehen wir eben halt den Unterschied in der Größe. Also hier sehen wir wirklich, obwohl es geregnet hat, wie ich ja eingangs auch schon erwähnte, was wir erkennen können an den ganzen Wassertropfen, dass diese kleine Seerose hier wirklich sehr schön blüht und die Blüten geöffnet hat, wohingegen die großen, die wir gesehen haben, das zum Teil nicht tun. Und das ist doch nun wirklich erstaunlich. Vielleicht haben wir hier einen Seerosenbotaniker, der dort auch ein paar hilfreiche Hintergrundinformationen uns liefern kann. Aber ich werde auch selbst gerne noch einmal genauestens recherchieren und dies bei Bedarf nachreichen. Aber hier sehen wir auf jeden Fall diese wirklich sehr schöne kleine Zwergseerose, die eben nicht nur für einen großen Teich, sondern auch für so einen kleinen Miniteich bestens geeignet ist und jeden erfreuen kann mit ihrer Blüte. Hier sehen wir sie noch ein letztes Mal im Vergleich zu meiner Hand. Und wirklich sehr schön, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und eben auch das Myzel, beziehungsweise nicht das Myzel, sondern die Knolle der kleinen Miniseerosen sind etwas kleiner als die von den normalen. Eben daran kann man auch den Unterschied feststellen. Und ich denke, damit habt ihr noch einen sehr schönen Überblick über meine Miniseerosen erhalten und dieses Mal auch die Blüte gesehen, was doch wirklich faszinierend ist. Und damit würde ich sagen, werde ich mich auch schon wieder für dieses etwas kürzere Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was denkt ihr, warum hat die Seerose bei Regen ihre Blätter geöffnet und bei Sonne die teilweise geschlossen. Es könnte vielleicht mit dem Wetter und der Hitze zusammenhängen. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich schon abonniert habt, dass ihr nicht vergesst, die Glocke zu läuten. Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.